Herzlich willkommen auf Multilaser und heute ja nochmal mit den RC Era, den C138 draußen mit der Bell. Und ich habe euch gesagt, wir testen das Ding jetzt nochmal draußen und das werden wir jetzt auch machen. Ich habe die Actioncam wieder dabei, die werden deutlich besser, die Aufnahmen, als in der Turnhalle, weil Kunstlicht. Und Akku auch aufgeladen, extra für euch. Und ich werde ihn jetzt ready machen. Und dann werden wir den hier bei Casio fliegen. Ich habe hier meine Nitros gerade am Start. Aber ich möchte hier mal über die Wiese fliegen. Es ist ziemlich windig. Also ich werde euch mal hier so anhand der Büsche das zeigen. Und ihr hört es jetzt auch am Ton. Und seht es auch hier an den Pflanzen. Es ist ziemlich windig. Ja, könnt ihr sehen, ne? Ja, ihr hört es ja auch, ne? Es ist auf jeden Fall gut windig. Ich bin gespannt, ob der Kleine hier performt. Ich werde jetzt die Actioncam vorbereiten und dann werden wir mit dem hier fliegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Flugergebnis. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Schauen wir mal. So, da ist das gute Stück in der Sonne mit der Funke. Ich hoffe, dass das hier funktioniert draußen. So, okay. Ja, mir hat das jemand erklärt, was das hier alles zu bedeuten hat. Danke. Ich habe auch einen Kollegen, der sich sehr gut auskennt mit Hubschraubern. Und der erklärt mir das auch immer. Aber wenn man nicht so wirklich drin ist in dem Thema, dann ist es halt schwierig, ne? So, wir haben, boah, es ist echt windig. Ich hoffe, es geht. Ich probiere es. Ich gucke nochmal, läuft die Kamera? Ja, sorry, ich muss immer in die Kamera greifen, um zu gucken, ob sie filmt. Wenn die Kamera plötzlich aussetzt, sorry an der Stelle. Oh, man merkt schon, der Wind hat schon Einfluss. Ich bleibe auf Stufe 1, wir gucken mal. Ich habe ein bisschen Angst. Oh nee, jetzt kommt gerade zu viel Wind. Ey, der Wind ist wirklich schlimm, ey, gerade. Ich probiere es trotzdem. Was soll's, komm. Ey, ich finde das Anlaufverhalten so stark. Und? Oh, 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 oh. Oh, er driftet sofort ab. Ich habe richtig Schwierigkeiten gerade, ihn zu halten. Oh, 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 starker Wind. Okay, ich gehe auf Stufe 3. Ich gehe auf Stufe 3. Uiuiui. Uiuiui. Oh, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen. Nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Das geht ja gar nicht. Das ist viel zu stark. Okay, ich riskiere nochmal. Was soll's? Ich riskiere nochmal. Ah, alle Leute kommen mit ihren Hunden. Ich kann meine Nitros nicht drehen. Herrlich. So. Okay. Oh, schwierig. Oh, schwierig. Es geht aber jetzt gerade. Oh, 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 der Wind spielt. Der Wind spielt mit dem Kopter. Der Wind spielt mit dem Kopter. Es geht aber. Ihr seht's. Oh, ich muss aber gut gegenlenken. Voll, oh, voll, voll gegen. Oh, 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 oh. Hört ihr das, wie der Motor mal einbricht? Oh, ich will nicht über den Asphalt abstürzen. Ich will nicht, dass er kaputt geht. Ich geh auf die Wiese. Oh, 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 oh. Oh, der Wind spielt so mit dem Kopf da. Alter, sind das Turbulenzen. Alter, sind das Turbulenzen. Nee, das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Oder? Ich probiere mal ein bisschen. Nee, 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 das macht keinen Spaß. Ich komme zurück. Das macht null Spaß. Nee, 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 das ist ja Quälerei für ihn. Nee, das ist zu viel Wind. Das ist zu viel Wind. Aber da habt ihr es auch mal gesehen. Das ist zu viel Wind, zu starker Wind, will er nicht. Wenn aufhört mit Wind, also wenn es leicht windstill ist, dann geht's. Aber guckt euch das an, guck mal, was der mit dem Kopf da macht. Nee, nee, nee. Oh. Und wenn er zu viel Wind kriegt, steigt er. Das ist voll krass. Okay, ich lande. Das lassen wir. Das ist mir zu windig. Abbruch. Oh, zum Glück. Oh, wie können die das?
Nee, das macht keinen Spaß. Das macht absolut keinen Spaß. Bei dem Wind lassen wir es. Ne? Das ist mir zu risky. Schade. Wobei, jetzt hat es aufgehört. Läuft die Kamera noch? Ja. Jetzt hat es aufgehört. Nochmal. Nee. Oder? Also bei Windstille geht's. Nee. Ah, warum bin ich gestartet? Jetzt kommt der Wind. Er hat nur darauf gewartet, dass ich starte. Nee, wir lassen's. Das ist. Ey, guckt euch das an, wie ich hier kämpfe. Nee, das macht einfach keinen Spaß. Nee, da riskiere ich mir nur den Kopf da. Oh. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich will landen, aber es geht nicht. Oh, Wind, hör doch auf, du Kackwind, Alter. Oh, ich hasse Wind, ey. Weißt du, die ganzen verfickten Sommer kein Windhäuchchen, ne? Du schwitzt dich tot, ey. Und dann willst du mal so ein Video drehen, kommen die Wellen von überall. Mann. Fuck das ab, ey. Ja, ihr habt es gesehen über die Action Cam. Es ist einfach viel zu windig für den Kleinen. Ihr seht das aber auch, es ist wirklich starker Wind. Ist nicht nur so leicht, ist wirklich stark. Nervt richtig, also macht keinen Spaß mit dem draußen bei dem Wind zu fliegen. Man riskiert sich nur den Kopf da. Ich habe den jetzt unbeschädigt gelandet. Er hat keinen Kratzer gekriegt. Das ist einfach viel zu schade für sowas. Also da werde ich mir noch mal einen Tag raussuchen müssen, wo kein Wind ist. Aber das, der Wind, ihr seht das. Also wenn so ein Wind hier herrscht und ihr hört es auch am Mikrofon, dann könnt ihr das vergessen. Das Krasseste ist, was ich erlebt habe, und das will ich kurz noch mitteilen in dem Video, weil ich werde es auch hochladen, damit ihr wisst, dass ihr das Ding bei dem Wind nicht fliegen könnt. Ne? Ja, was haben wir hier? Windstärke, keine Ahnung, 2, 3? Ist auf jeden Fall ordentlich. Ne? Ordentlich, dass ihr das auch im Mikrofon hört, denke ich mal. Ich drehe mich mal um. Was ich festgestellt habe, ist, ohne Gas zu geben, kam Wind von unten oder von oben, keine Ahnung, man sieht den Wind ja nicht. Und der Kopter hat darauf reagiert, indem er höher oder runter ging. Ne? Und ich musste das dann ausgleichen mit nach unten drücken oder nach oben drücken. Und der hat richtig so im Wind getanzt. Und wenn ein dollerer Wind kam, ist er einfach von alleine nach oben. Also das ist, wow. Also ich muss, also wenn wirklich echtes Fliegen, sag ich mal, genauso anstrengend ist, ne? Bei so einem Wind, dann kann ich absolut verstehen, wenn manche Hubschrauber oder manche Flugzeuge und Co. bei so einem starken Wind nicht fliegen wollen oder nicht starten wollen. Absolutes Verständnis, weil hier beim Steuern habe ich ähnliches Gefühl gehabt. Es gefiel mir überhaupt nicht. Hat auch keinen Spaß gemacht, den zu fliegen jetzt bei dem Wind. Hat nichts mit dem Kopter zu tun, hat einfach was mit dem Wind zu tun. Ne? Ja, also nur bei leichtem Wind, also wirklich so leicht wie jetzt, so ganz leicht, Windstille. Okay, aber so, nein. Gut, dann war es das. Ich hoffe, ihr seid trotzdem, ja, habt trotzdem Spaß dran gehabt an dem Video. Und ich habe den Erfahrungsbericht hier geteilt mit dem Wind. Ne? Ja, gehört dazu, ne? Danke fürs Einschalten, euer Laser. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.